Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, der Devil of Tanks, und willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Ja, wir spielen heute mit den drei Panzern weiter, den T-34 lasse ich mal so außen vor, weil erstens dauert es noch sehr lange bis zum nächsten Panzer, beziehungsweise zu den nächsten zwei Panzern. Wir brauchen den T-34-85, der in meine Garage dann reinkommt, als nächster Panzer, den ich so behalten werde, und dann noch den A-43, den ich weiter leveln werde dann. Und ja, so lange spiele ich dann erstmal mit den Achtern und so weiter. Und ja, wir starten, wir haben schon 97%, wir fehlen noch so 5 Gefechte. Das heißt, ein Doppeltest, wenn es gut läuft, und dann haben wir auch schon bald den 98. % erreicht. Und dann haben wir schon bald, bevor die Top Gun, haben wir dann auch hoffentlich schon die Top, was laber ich denn? Bevor wir die Top Gun haben wir dann schon 100% erreicht. Das heißt, wir haben den sechsten Sinn dann und können dann besser spielen. Und natürlich, wenn wir die Top Gun haben, können wir dann hoffentlich ein bisschen mehr austeilen als jetzt schon. Und ja, also es gibt nicht viel zu sagen. Es ist Donnerstagabend. Leider nicht so viel los. Ein anstrengender Tag für die meisten von euch. Aber jetzt kann man sich entspannen. Ein paar Videos reinziehen in YouTube. Und relaxen. Bisschen Musik anhören und so weiter. Also, ich fahre natürlich gleich rechts. Ich bin the slowest bitch ever und deswegen muss ich sofort nach rechts fahren. Was haben die denn so Schnelles? Ne? Den Type, den T-44 und den WZ. Der wird sich ja wahrscheinlich scouten. Ich habe keine Tarnung drauf. Das ist natürlich, ne? Kacke. Also packen wir es hoffentlich auch ohne. Also langsam habe ich auch irgendwie satt, mal für 7 Tage die Tarnung zu kaufen. Muss ich mal für die 30 Tage kaufen. Aber naja, noch ist es noch nicht so. Alter, guck mal, wie der mich überholt. Einfach so. Der hat erstens mehr Panzerung als ich und zweitens zerstört er mich einfach im Überholen hier. Naja. WZ sind wir da. Was macht der WZ? Okay, der WZ fährt da und spottet dabei. Ist noch nicht hoch genug gefahren. Okay. Ich kann noch fahren. Das ist das Gute. Ich weiß, sonst wäre ich eigentlich schon weg. Die ISU müsste mich noch einmal treffen und dann wäre ich schon down. Oh, das gefällt mir dann gar nicht mehr. Ja, das war ein verkackter Schuss und jetzt bin ich gespottet auch. Ich hoffe, ich werde nicht verkacken jetzt. Ja, ich verkackte den Schuss. Ja. Aber gesehen wurde ich halt noch nicht, glaube ich. Das wäre natürlich jetzt richtig kacke, wenn ich das gesehen wäre. Die Art ist ja auch noch vorhanden. Ja, sehen wir da die ISU? Oh nein, die ISU ist da nicht dabei. So ist eher so, wie fraglich, wie ich erkenne, ob da eine ISU ist. Ich fahre einfach mit dem Mauszeiger über die Panzer hier oben entlang. Und auf der Minimap, die halt gespotteten Gegner, leuchten dann so auf. Und zum Beispiel bei meinen kann ich das ja auch zeigen. Da leuchten sie alle so die Punkte. Und ja, da kann man halt gleich feststellen, aha, das ist die Top-Tier oder nicht. Habe ich mir irgendwie selber beigebracht, den Trick. Weiß nicht wieso. Aber Zufälle gibt's. Könnt ihr euch ja auch mal machen, wenn ihr Zeit habt. Zum Beispiel wie ich, ganz langsam. Ui, da ist ja einer geplatzt. Das war die Hummel. Ach, die deutschen Artis, die sind schon richtig krass. Die Russen dafür nicht, leider. Da fehlt ja was. Die sind wie immer schnell, wendig, aber können nicht so viel Damage austeilen. So, wir drehen. Aha, T7. Ah, T7 den ich nicht sehen. Das ist natürlich nicht cool. So. Hellcat down von unserer Arti. 2-1 steht schon. Wir haben aber den 7er verloren, was natürlich nicht so, ja, praktisch ist für uns. So, theoretisch müsste ich jede Bewegung sehen. Oder jeder, der sich bewegt, den könnte ich, müsste ich sehen, theoretisch, weil der Baum, der umgefallen ist da vorne, das ist nicht gerade. Naja, ich hoffe, ich bin jetzt nicht blind oder so. Und wenn mich die AD trifft, dann bin ich down. Dann bin ich richtig down. Ich weiß zwar nicht, was der Maximum Damage von der ist, aber. So, unser erster Treffer. Ich bin noch nicht gesehen worden anscheinend. So auf die Kette gesetzt. Also die pushen, das sieht man schon. Vielleicht zünde ich den jetzt an. Na, ich töte den lieber. So, der T32 wird jetzt hier voll Hardcore abgehen wollen. Nimmt ein bisschen Damage mit. Gut, ich will lieber von der AT getroffen werden als von der ISU.
Das ist mir natürlich viel lieber. So, ich setze ihn die ganze Zeit auf die Kette permanent. Die Arti, weiß nicht, ob die helfen will. Aber sauber, noch ein Schuss und down ist er. Dann haben wir schon den zweiten Herrn down. Sauber. So, der AT7 lebt noch. Ich weiß nicht, ob ich gespottet bin. Ich müsste theoretisch so richtig krass gespottet sein. Aber sieht nicht danach aus. Da hinten sehe ich einen T25-2. Down ist er. 5 zu 6. Das heißt, die pushen auch von der anderen Seite. Natürlich haben die noch einen Isu am Start und die hat hier ein bisschen aufgeräumt, wie ich sehe. Gefallen tut mir natürlich nicht. Mann, oh Mann, das ist echt nicht gerade sehr schön, würde ich sagen. Wann haben wir denn hier noch? Wir haben noch den VKA. So. Er ist echt anstrengend hier. Nicht so viel Damage austeilen. Die KD ist auch nicht gerade die schnellste. Ah, da ist die Isu, alles klar. Vielleicht kann ich da ein bisschen was machen. Ein bisschen kann man immer was machen. So, ich sehe meine Scout schon da hinten. So, die Isu. Die müsste ich jetzt auch sehen. Ja, komm schon. Ich habe jetzt sogar noch Scherenführer reingeballert. Und da sehe ich trotzdem. Das ist natürlich witzig. Oh, das ist ja noch witziger. Irgendjemand macht hier Blindschuss auf mich. Alter Falter. Und das gefällt mir gar nicht. Irgendein Drecksgewichser sieht mich. Mag ich gar nicht sowas. Alter, der VK, Alter, der muss jetzt machen. Ja, die Arti. Alter, das finde ich ja richtig link, Alter. Ich sehe nicht mal meine Leute da hinten. Wann hört es denn auf zu sehen? Vielleicht will ich schon noch hier was reißen. Was mir aber verboten wird anscheinend. Also sehr schön, KV als erstes down. Da kommt noch ein Achter. Lass mich verarschen. Und wenn der den jetzt da runter pushen will, dann helfe ich dem. Aber mir gefällt sowas gar nicht. Die Arti, der T34 macht da ihr seine Sache. Abgeprallt vom Turm. Beziehungsweise von der Seite des Turms. Auch nicht mehr getroffen. Und der AT7 wird mich jetzt wahrscheinlich eh zerlegen. Oh, der Type. Der Type ist da. Ah, ich hasse sowas. Ah, der AT7 hat mich auch zerlegt jetzt. Ja, das ist super. Keine Chance, Mann. Ich bin viel zu langsam im Turm und konnte nichts machen. Leider, leider. Ich hätte es echt gewollt, aber ich dachte, hier wären die meisten Gegner, aber da habe ich wohl verpeilt. Naja, verkackt. Aber einen Kill habe ich mir geholt. Ja, schlechter Start in die erste Runde. Mal sehen. Ja, wir haben bei der Su die Fertigkeit offen und zwar die zweite. Was habe ich denn so alles reingetan? Ja, so alles durcheinander, denke ich. Deswegen tun wir mal hier auf Reparatur setzen. Reparatur ist wichtig für die Panzer. Ist natürlich jetzt alles durcheinander hier, aber ja, ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen besser. Ich habe 152.000 Erfahrung mit dem Panzer und plus noch meine 23.000 freie Erfahrung. Das heißt, wir haben schon 175.000 Erfahrung gesammelt. Das heißt, uns fehlt ja nicht mehr so viel. Leider müssen wir noch 20.000 bei den 200.000 drauflegen, aber naja, das wird schon, das wird schon. Außerdem, wie gesagt, ich werde dann schon durchsuchten. Wird also ein spaßiges Wochenende für mich. Ja. Also ich hoffe, ich habe dann den Objekt 263 schon dann in der nächsten Woche. Aber versprechen tue ich das jetzt. Ja doch, ich verspreche es hoffentlich. Ich werde mir auch die Mühe machen, weil ich habe irgendwie satt, den Panzer zu fahren. Soll witzig sein, aber ich will mal einen 10er haben wieder. Einen neuen. Hab schon lange keinen 10er mehr gehabt. So. Go, go, go. Wir fahren jetzt mal nach links. Rein, glaube ich. Ja, links rein ist perfekt. Am besten finde ich hier das Begegnungsgefecht, obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht. Begegnung oder nicht. Die meisten fahren eh in die Stadt rein. So, dann denke ich mal, ich fahre... ja, genau. Jetzt zu den Koordinaten E89, so da fahre ich jetzt rein, versuche die zu spotten und zu damagen wie immer. Okay, es gibt natürlich sehr schnelle Scouts, die sie da haben.
Ah, ich weiß, wohin ich mich hinstelle. Da hoffe ich aber auf keine 10er TDs. Also, wie seht, ich bin zu schnell unterwegs. Ich kann mir nichts machen hier. Ja, dieser Spot ist voll sinnlos gewesen. Ah, der ging nicht durch. Und jetzt kassiere ich. Ja, genau das passiert. Ich kassiere von einem scheiß 10er. Was ich natürlich nicht wollte. Nee, das mache ich mir nicht. Alter, da kommt noch einer und noch einer. Ja, super. Ich dachte, ich könnte was machen, aber nee. Leute decken mich hier gar nicht mal. Die ISU steht da. Super, schon die Hälfte des Lebens verloren. So muss es sein. So, ich versuche jetzt mal mein Bestes hier hin. Na, hätte ihn lieber getötet, aber anscheinend sagt das Spiel nein. Na gut, ich bleibe mal hier stehen. Hoffentlich sicher genug. Ja, ich zeige mir schon ein bisschen mehr hier. Okay, ich bin auf jeden Fall sicher hinten. Für eine begrenzte Zeit. Ich will den MX-50B down machen. Ich bin echt unvorsichtig im Moment. Also beim T28 Proto, da konnte man es ja auch vielleicht nachvollziehen, aber jetzt ist echt anstrengend. Manchmal, während ich mich umschaue, kommen genau die Gegner und dann verpasse ich einfach jeden Schuss, was ich eigentlich nicht so mag. Boah, ich gucke immer auf die Minimap. Das sollte man wohl auch nicht so oft machen. Aber mehr ist besser. So, wie ich sehe, ist hier unser C-110D4 dabei. Arbeitet da sehr schön. Ich werde sofort gespottet, ich kann ja kaum was machen. Das wäre jetzt interessant, wenn ich jetzt. Der 50B ist schon down, das habe ich ja gar nicht gemerkt, aber sehr schön, wenn er schon down ist. Gibt es weniger Arbeit für uns. Ah, da steht doch noch einer. Da sehe ich aber noch zwei, die steht. Also auf jeden Fall steht da der 10er. Den könnte ich versuchen, in den, ja, Rücken zu fallen, wenn es mir denn gelingen würde. Wenn der IS-7 mir nicht hier die Durchfahrt versperren würde. Auf jeden Fall steht da einiges an Zehnern. Ich würde das echt sehr gerne ausnutzen jetzt, aber sehr schlecht, sehr schlecht. Ich muss warten, bis der geschossen hat. Der IS-7. Dann kann ich jetzt losfahren. Also ich schaue gerade hier ganz rechts im Bildschirm dieses kleine Schlitz, um zu sehen, ob der schießt oder nicht. Ich würde so gerne. Okay, die Lore zerstört hier. Ja, er steht noch da. Er steht noch da. Ich könnte, glaube ich, durchfahren, aber. Ja, komm, tun wir es einfach. Hardcore rein. Ja, hier ist eh schon alles sauber gemacht. Vielleicht kriege ich aber ein bisschen Damage ab. Ich habe jetzt schon kein Damage gemacht, schon etwas länger nicht mehr. Und sehen tue ich leider auch nichts. Aber es sieht gut aus, 8-2. Sieht gut aus. Jagdtiger ist da hinten. Der IS-7, ich würde den gerne Bewegung sehen. Ansonsten bin ich unzufrieden. Also wenn ich weiß, dass er jetzt abgelenkt ist. Ja, yep, er ist abgelenkt. Das nutzen wir doch aus. Aber natürlich. Danke Spiel, dass ich diese Möglichkeit nicht kriege. Dafür liebe ich das Spiel, also die 10er, ne? Ich habe hier 260 Penetration. 260 fast, ja, und komme nicht durch. Also wonderful. Oh, kommt der Jagdpanzer auf mich raus? Ja, super. Also, wenn du auf mich rausfährst, bitteschön. Ich bin sehr offen für alles. Ich habe echt keinen Bock, dass du jetzt auf mich rausfährst, sonst ist mich doch tot. Oh, okay. Sauber, jetzt bist du down. Drecksratte oder nicht? Noch eine schlechte Idee. Okay, der hat ihn genutzt. Aber von hinten ist er. Kommt jetzt einer. Sauber. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Und da ist ein Berg und ich sehe nichts. Oder doch? Oder nichts? Nein, ich sehe gar nichts. Matchmaker may burn in real life. Ja, vielleicht sollte da das manchmal nicht tun. So, sehen tue ich niemanden mehr. Doch, ich sehe den Jagdtiger. Ja,
Ich habe 516 Damage gegeben, er kann mich eh nicht mehr töten. Ich bin jetzt eh so wie gepanzert. Naja gut, überlebt ist wichtig. Auf jeden Fall haben die 10er hier gute Arbeit geleistet. Wie ich habe gesehen habe, dass der IS-4 nicht so viel gemacht hat. Aber ich hoffe, der Damage verteilt. Auf jeden Fall habe ich viele Leute gespottet. Der IS-4, ja, wo ist denn der? Der ist 2000 Damage. Ja, also wie ihr seht, ich konnte nicht viel machen. Naja, so gut lief es jetzt auch wieder nicht. So, T54E1, vielleicht rettest du uns noch die letzte Runde. Denn in den letzten Runden sollte man den doch ein bisschen kreativer spielen sollen können. Versuchen zu können. So, jetzt ist die schwierige Entscheidung auf dieser Map. Minen. Sofort Berg einnehmen. Schließlich ist ein Badget unterwegs. Plus E50, plus Leopard. Und plus T71 und ILC. Was haben wir? Ich bin der einzige Mate. Yay. Applaus für mich, Leute. Nein, ich fahre nicht auf den Berg hoch. Ich bin auch nicht lebensmüde. Das heißt, wir haben den Berg schon so gut wie verloren. Wir haben nur TDs. Nur TDs. Great Balance Map. Schmaker, aber ich hoffe mal, ich versuche hier etwas zu machen. Ansonsten drehen wir noch eine Runde mit dem Prototyp, wenn es hier zu schnell zum Ende geht. Mal sehen, wie wir es hier überleben. Diese 15 Minuten oder weniger. Das ist halt scheiße, diese TDs, die nutzen, machen gar nichts halt, die sind nutzlos im Spiel, die wissen einfach nur, ja, das einzige, was wir können, ist campen und fertig. Und die Artis werden sie so oder so treffen irgendwann mal. Und unsere Artis sind wie immer die schlechtesten. So. Aha, auf jeden Fall wurde der erste gespottet. Ja, ich fahre mit dem IS-7. Hui, Leck, okay. Ein kleiner Hänger war da drin. So, ich fahre natürlich nicht diese Nähe, sondern ich fahre, obwohl, da fahren zwei Tendys mit. Etwas Gutes zumindest für den Anfang. Ich stelle mich mal irgendwie hin, damit ich noch nicht gespottet werde. Es ist halt schwer jetzt sich so hinzustellen, dass man nicht gespottet wird. Mal sehen. Mal sehen, was sich so ergibt. Auf jeden Fall sind wir schon im Cap-Kreis. Ob ich gespottet wurde oder nicht, das sehen wir dann gleich. Aha, da ist der IS-7. Ja gut, da sieht mich ich ihn schwer. Ich nehme das einfach zu. Lebensmüde hier. Ah Gott. Sauber. Das wird eine witzige Spritzparade hier. Oh, wie sehe ich das gerade gesagt habe, keine Ahnung. Mann, ich kann hier gar nichts machen, Alter. Ein IS-7 und ein M103. Super. Okay, unsere 10er machen und ein 9er. Oh, ich will schon T95 wäre hier. Ansonsten bin ich jetzt gearscht. Gespottet wurde ich noch nicht. Das ist schon mal etwas Gutes, okay. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Jetzt muss ich das ausnutzen ein bisschen. Ja, ein Damage habe ich übrigens gemacht, dafür habe ich die Hälfte meines Lebens verloren. Wie immer, man es kennt. 4 Schüsse, einer geht rein, als hätte ich gerade eben einen ganz normalen Schuss abgegeben. Was ich natürlich voll lame finde. Naja. So, die haben den E75 zerstört und ich bräuchte mal hier Hilfe. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ich bin jetzt hier komplett alone sozusagen, aber ich fühle mich schon ein bisschen stärker. Als ein bisschen. Solange ich nicht zu weit rausfahre, weil ich weiß, dass der E7 und der E103 mich anschauen werden. Aber jetzt haben sich die 7er auch dazu bewilligt, ein bisschen zu bewegen. Ich könnte. Ah, ich sehe schon, da schießt mein Teil. Ich wäre jetzt vorgefahren, was mir unnötig erschienen wäre. Na, ah, das ist hier noch unnötiger. So. Ich fahr mal hier durch, ich fahr mal durch, ich bin gespottet. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 ja, gib mir. Drecksratte. Ich wünschte, ich könnte den Kette wegschießen. So, vielleicht schießt mein Kollege mit seiner Schöne rein.
Nein, tut er nicht. Ich muss ihm die Kette irgendwie sehr gut wegmachen. Oh, das ist so schlecht. Ich bin so gut wie tot. Ich lade jetzt noch einmal nach. 5-6. Oh, was macht der jetzt? 7? Oh, nicht gut. Nicht gut machen. Beweg dich lieber nicht. Die Sacklaus. 84. Ja, ich bin down. Kommt bei mir einfach raus. Verdammte Scheiße. Gut, ich drehe noch eine Runde mit dem T28 Prototyp. Und ich weiß schon, wie ich den Part nenne. Ich weiß, wie ich den Part nenne. Das sieht einfach ganz schlecht aus im Moment. Ja, Donnerstagabend. Zu viel. Ja, also ich habe jetzt eigentlich verstanden, dass wieso so viele Scheißspasten diese scheiß verfluchte Arti spielen. Und zwar, wie ihr wisst, wurden in 9.1 ja diese neuen Auszeichnungen eingeführt für die Artillerie. Wieso für diese verfluchte Artillerie, die hier nichts verloren hat im Spiel, aber keine Ahnung, sie wurde einfach eingeführt, diese neuen Auszeichnungen, das sind 4 oder 5 Stück. Und deswegen spielen jetzt so viele Dreckskerle diese scheiß Artis. Und ich habe keinen Bock auf diese scheiß Artis, weil ich hatte heute ein Match, 5 Artis im Team, schon wieder mal, denke ich mir so, haben wir das eigentlich nicht geklärt mit 5 Artis, Wargaming, dass keine 5 Artis mehr, Maximum 1, 2, nein, wir tun mal 5 wieder rein spawnen, weil anscheinend Matchmaking denkt, ja, das ist richtig so, denke ich mir auch, wirklich so, ich hoffe, dass Wargaming es irgendwann versteht, dass eine Arti das Maximum, was erlaubt ist im Spiel, das müssen sie einfach irgendwie extra ausbalancieren, dass nur eine Arti ins Spiel rein darf. Ich meine, mit einer Arti, da bin ich ja sogar vollkommen zufrieden, aber nicht mit 3 oder 4 Artis, weil, oder sogar 2, die 2 machen dir sogar das Leben zur Hölle, wenn sie im Zug auftreten. Oder zum Beispiel verbieten, dass Artis im Zug spielen dürfen überhaupt, weil das ist ja noch schlimmer, weil da konzentrieren sie sich auf ein Ziel und sprechen sich im TS oder Skype, wo sie auch immer reden, ab und fertig war's das. Und das mag ich nicht. Die Leute, die im Zug spielen, sollten halt nur so TDs, Scouts, Mats, Heavies spielen. Aber keine scheiß verfluchten Artis. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich werde es auch nicht oft genug sagen können. Ich werde es immer wieder sagen, diese Artis gehören einfach nicht zum Spiel. Ich weiß auch nicht, ob die das irgendwann raffen. Weil, woher kommt auch die Niederlagen-Serie so hoch? 2 gespottet. Naja, immerhin etwas. Wenigstens bleibe ich hier weiter sicher. Also, der kommt bei mir, glaube ich, nicht durch. Auf die Kette gesetzt. Jetzt hoffentlich töten. Na, da repariert sie eine scheiß Kette. Ach, verdammt, ich sehe ihn nicht mehr. Er ist zu klein und ich lade zu lang nach. Mhm, ja gut, ist wieder auch schon genatzt. Ja, als 6er hat man es hier natürlich noch viel schlimmer als 8er, ne? So, dann sind wir den Ferdinand. Der wundervolle Ferdinand. Nicht mal mit der Top Gun anwesend. Ja, unser Jagdpanzer. 8,8 cm. Sehe ich da was? Ah! 2-0, Leute, 2-0. Okay, ich sehe gar nichts. Jetzt bin ich verwirrt. Ich sehe absolut gar nichts. Okay, der wird schon ein bisschen genatzt. Ich sehe das hinter einem Stein oder so. Diese Drecksbüsche. Ich bin doch einem richtigen Weg. Oh Gott. Okay, ich fahre jetzt mal auf den Ferdi raus. Ich weiß, das ist dumm, aber 4-0 ist auch nicht gerade schlau. Ja, hier ist ein Stein. Merke ich sehr spät. Naja. Na gut, dann gehen wir mal wieder sterben. Und dann wird der Part auch vollkommen klar sein. Wohin denn die Eile, Ferdinand? Ja, jetzt dreht sich der Ferdinand natürlich um. Ja, Ferdinand, ich weiß schon deine Taktiken. Jetzt werde ich eh gleich kassieren, das meinte ich doch gerade. Oh, der hat die Top Gun. Das ist ein Vorteil, den ich mir jetzt nutzen kann. Na, das bringt mir gar nichts. Ja, ich bin tot. Egal, ich versuche jetzt mal den hier zu töten.
Nein, ich bin down. Ich habe keine Chance gegen die. Nein, 1-8, also 1-9. Uiuiui. Okay, ich weiß, wie ich die Part nenne. So läuft es heute. Der Tag ist echt dich im Arsch, würde ich sagen. So sieht's aus. 0 Wins, 0 Siege, 0 Skill anwendbar. Naja, ich hoffe, euch hat der Part wieder mal nicht gefallen und wir sehen uns dann morgen bei einem hoffentlich besseren Part World of Tanks wieder. Und ja, ich versuche dann auch in der nächsten Zeit jetzt ein paar neue Match Replays rauszuholen. Muss ich natürlich jetzt noch ein bisschen durchsuchen morgen. Aber das werden wir dann morgen sehen, wie gut es läuft mit den Teams. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.